noch nicht dir zugestimmt gemacht. Du machst deine im YouTube angekündigte zwei leichte Ja, die Kreuzer-Strategie. kennt jetzt, glaube ich, jeder. Der Gegner auch. Aber ich muss das halt lernen, das geht nicht anders. Du hast ja gerade mitbekommen, wie krass Ja. eine Katastrophe die Raketenabfeuer wieder war. Was ich vorher hatte, ich hatte 10 kleine Schiffe, die Minimum Signatur hat, unter 2000, und die einfach nur gecaptured haben. Habe ich getestet. Oder was kam es? Ich würde jetzt, um das dich und zu unterstützen, nehme ich Aber das stell dir jetzt das. mal gerade vor, das hätte dann eben in Raketenabfeuern geklappt, weil ich habe nämlich auf jeden Punkt, wo gecaptured wurde, wollte ich halt eine Rakete abfeuern, die diesen Scout eben kaputt macht. Ne? Leider hat das ja nicht Ja. funktioniert mit dem Feuern. Den habe ich gesehen und bin dann mit Flank Speed um die Ecke geflogen. Das Problem Außendings. war halt, dass die Rakete ungefähr eine halbe Stunde später kam, weil wir haben ja eben, du hast ja gesehen, was für Probleme wir da hatten. Ja. Normalerweise sollte das zack gehen. Ja, und ich hatte meine Flieger flogen mit 65 Meter pro Sekunde. Das sind wirklich kleine Flanke, denke ich. Ich habe überlegt, ob ich das in so kleine Ein-Mann-U-Boote vielleicht mal umbaue. Ja. Also, ich habe jetzt hier zwei Linienschiffe mit Kanonen und ein starkes Radar-Unterstützungsschiff. Du musst ja für uns beide die Gegner aufdecken, ne? Bei mir ist das eher so, ich komme dann mit der Firepower, obwohl deine Linienschiffe ja Glaskanonen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn du entdeckt wirst und die schießen auf die, bist du tot, ne? Ja. Waiting for Clients. Irgendjemand hat kein Internet. Menschliche Das Getränk. Rotbier. Ich Ja, weiß. herrlich. Ah ja, es ist echt wunderbar gemacht. Das klappt halt auch am besten mit, wenn du halt so Aliens hast, die sich von Menschen unterscheiden. Dann kriegst du mal wieder neue Witze. So, jetzt hier. Also ich würde mich halt mittig aufstellen, weil wie gesagt, meine Raketen überall hin können. Ich würde mich als Feuersupport halt sehen dann, ne? Und ich setze mich ein bisschen höher. Bei Punkt C setze ich mein Radar. Schiff. Und dann habe ich hier noch ein kleines, habe ich einen Verband mit fünf, wer sind die Dinger? Ja, fünf Kampfschiffe. Die setze ich dann in A rein und lock die raus. Genau, also ich bin immer an deiner rechten Flanke und wenn was aufgedeckt wird, versuche ich den zu engagen mit Raketen. Okay. Sobald die alle leer geschossen sind, die Raketen, kann ich wahrscheinlich in den Nahkampf gehen. Aber wenn ich die Raketen, also ich habe ja geguckt, ein leichter Kreuzer. Also mit der Hälfte meiner Munition kann ich einen leichten Kreuzer schrotten. Und das wäre meist schon die halbe Flotte bei jemandem. Und da würde ich gerne die Raketen alle verballern, bevor ich mich selbst in Gefahr bringe. So, ich fliege mit meinem Radarschiff nach C, um mit meinen fünf gepanzerten Schiffchen nach A. Ein bisschen Opfer. Bereitschaft. Ich bin im Donut. Send traffic. We hear you, Command. Course laid in. Also bei A kann ich Feuersupport geben. Bin in einer super Position bei D. Okay, dann fliege ich jetzt runter. Ah. Ja, die Steuerung ist manchmal bisschen Standing fummelig. by. What are our Ja, orders, dann fliege Commander? ich nach A. Ich strafe nach D, merke ich gerade. Kinder, warum fliegt ihr denn nicht? Achso, die müssen sich drehen. Da ist ja das Arsch. Ja, Nein, ich die komme ja müssen doch verkehrt erst. rum rein. Ich dachte gerade, was ist da Richtig, die los? müssen erstmal aus dem Hyperraum sich erstmal abbremsen. Ah, ne, machen ja keinen Send Hyperraum aus, traffic. den Langstreckenflug. Aber der Flankenspeed, der ist auch für die Thruster, ne? Weil die gehen die ganze Zeit am Arsch dabei. Ja. Und da kann man auch schneller drehen damit, denke ich. Was ich jetzt zwar mache, ich mache erstmal Securing Zone Radar 3. aus. Ja, ich habe mir auch gemacht. Ich habe gehofft, dass du scoutest. Ich mache das auch mein großen Schiff. Aber mein Kampfverband Securing Zone vorne, der 10. ist aus. Noch ein bisschen weniger. Nee.
Diese 9000 Radarsignatur, die ich habe, ist das die Reichweite, wo die mich entdeckten? Signatur? Nee, das ist nicht diese. Irgendwie, da muss ich auch noch genauer gucken, was genau das heißt. Auf jeden Fall sollte man zum Gegner am besten frontal und nicht seitlich stehen, damit man noch schlechter entdeckt. Ja. Quiet. Command's on the line. Was ist denn da? The enemy is securing zone Boxer. Achso, du machst ja schon A, ne? We have secured zone Genau. Comet. Und der ist bei Box. Und dann gucke ich mal um die Ecke, ob da was ist. Boxer. We have secured zone Dagger. Reporting. Na gut, Boxer, da hat er gerade angefangen, okay. Ich weiß nicht, ob ich die Raketen von der einen Hälfte auf die andere rüberschießen will. Das wäre ein bisschen sehr weit. Nee. Und ich will jetzt auch nicht raten wegen E, ob da einer ist. Also solange wir da nichts sehen, würde ich ja keine hinschießen. Weil ich bringe mich schon mal in Achtet. Position Our für orders, E. Commander. Ja. We're underway. Ich schicke mal einen Radarflieger, schicke ich jetzt gerade ein bisschen, Radarschiff schicke ich ein bisschen runter. Man bräuchte so einen Pinyard dafür, oder? Der einfach mal nach E reinguckt, weil dann könnte ich die Raketen hinpacken, wenn da irgendwo ein Enemy Signal secured wäre. zone Boxer. Ja. Also solange die keinen zweiten Punkt capturen, kann die auch alle Flotten links vereint haben, ne? The enemy is securing zone Eclipse. Eclipse, okay, jetzt feuere ich die Raketen ab. Yep. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege von der Steuerung. Das ist der absolute Kram. Also Hybridraketen, eine Doppel-Vierer-Salve. Angeblich fliegt er dann da runter. Let's see, I'm Okay, trying to get vielleicht brauche away ich es noch from nicht mal the haze. anpassen. Okay. Receiving. Evade Flak. So, ich habe jetzt eine Rakete abgefeuert. Aber mal gucken, was passiert. Ich habe gerade aus dem Bereich kam Graben, kann ich ja richtig pingen. Klatsch Aus dem gegen Bereich. den Fels. Ist das dumm, das Spiel. Enemy secured zone Das war so Eclipse, knapp. Sir. Und hier kamen Grabenraketen her. Ich habe wieder mein Raketenschiff nach oben geschoben. Ja, ich komme einfach zu dir hochgeflogen, ne? Dann kann ich auch mit dir helfen bei den Rand die We are en Raketen. route, Commander. Ja, das Radarschiff hat gar nichts abgekriegt. Abwehrraketen habe ich jetzt nur noch. Ich habe nur drei Decoy Turning up the übrig. engines now. Ja, ich habe ganz viel Raketenabwehr. Ich komme einfach hoch. Kontakt hier. Bei E wird immer wieder unsichtbar. Sichtbar, Yes, unsichtbar. Commander. Target lock achieved. Too far away. Ja. Aber nicht für die Raketen normalerweise. Ich schieß mal ein paar Let's see, I'm Schüsse trying to so get Ich away gebe den from the 12 Raketen haze. jetzt entgegen dem Target. Also so wie der hier steht, ist das ja eigentlich ein gutes Target. What are our orders, Commander? Now let's finish them. Ach, Aye, bei aye, E ist auch locking noch that target. eins. We hear you, Command. Irgendwie locke ich das Target, aber ah, jetzt müsste es gehen. So, da kommt der Raketenspam. Ich habe nur von einem abgefeuert. Ich dachte, die beide Kreuzhaken geklickt. Das hätten eigentlich doppelt so viel sein sollen. Das ist echt so ein Krampf manchmal. Aber ich habe wahrscheinlich diesmal Schiff vergessen zu klicken. Ja, da ist die ganze Flotte. Hätte ich beide abgefeuert? Wobei, der hat keine Raketenabwehr. Ich habe sogar getroffen. What are our Hey, der hat orders, kein. Commander? Der hat nix. Also er hat zumindest nicht zurückgeschossen ordentlich. Ja, ich hämmer da jetzt einfach all Firing meine Raketen missiles. rein. Quiet, Ja, command on the ich line. bin meistens nur Nahkampf und kräftig. Fuck, auf wen habe ich jetzt gefeuert oder welches Ziel? Ich muss halt einen Lock machen und ich weiß nicht, auf wen ich gefeuert habe. Almost out of missiles. Ist jetzt nur spielentscheidend fürs Receiving. Treffen. Du hast das, die 3557.
Hast du anvisiert. We hear you, Command. We're almost out of missiles. Finish them. Na, second block. Awaiting your orders, Commander. I don't think we can hit that one, Commander. Okay, einer hat getroffen, der Rest ist ganz knapp daneben gegangen. Quiet. Command's on the line. Ja, das war jetzt natürlich wieder super. Nächste Salve. We lost a target. Wieder 3-4 Treffer gemacht. Also das Ding ist, glaube ich, schrottreif jetzt. Awaiting your orders, Commander. Dann... Lock on warning. Drei... Also drei von also auf jeden Fall hart beschädigt. Ich schieße jetzt auf das andere Ziel dahinter. Egal, dann die Raketen rein, die restlichen. Ich schieße auf, was ist das? 6, 3, 7, 4. Ich weiche jetzt gerade mal aus. Hm? Ich schieße die wieder nacheinander. So, von... Ich muss dir mehr Agility geben, den Raketen, glaube ich. Glaube ich, alle wieder daneben gegangen. Ja, war. Haben einen Gegner bei B. Warnung. Okay, also ich habe jetzt keine Raketen mehr. Was ist der Kampfplan? Okay. Du engagest jetzt mit deinen Schiffen? Ich fliege jetzt nach Alpha und schieße mit allem, was ich habe, schieße ich Graben gegenüber dem anderen rum. Das sind alles, wie heißen die Dinger? Also du engagest die, dann fliege ich jetzt zurück, mach das auch, ne? Darum geht's mir nur. Mhm. Also ich greife nicht. Ich capture erstmal Alpha, also A. Und schieße einfach so zurück zu den Teil. Receiving. Macht das Sinn, die Crew Quarters zu reparieren? Sind die nicht schon lange tot, die Crew? Wie? Dieses Birthing-Ding, so Crew Quarters, ne? Wenn das kaputt ist, macht es dann Sinn, das zu reparieren? Ich denke nicht. Awaiting your orders, Commander. We hear you, Command. Reporting a low power warning. Quiet, Command's on the line. Ja, auf wen schießen wir denn von den Freunden dann am besten? Sind die wieder alle unsichtbar? Die 35-57 ist wahrscheinlich noch schwer beschädigt. Mhm. Die meisten Schüsse kommen aus der Backline, ne? Dann schieße ich auf die einfach. Ja. Target lock achieved. Ich trudel. Too far away. Langsam rein. Looks like we're being jammed. Send traffic. Quiet. Command's on the line. Those bastards have right a lock, Commander. Send traffic. Awaiting your orders, Commander. Component repaired. Ich schieße mal auf 3, 6, 3. Race for enemy 5. Ah, okay. Da ist das dicke Ding. Ich krieg Flanken vorher ab. Also ich gehe jetzt einfach in den Kampf hier, ne? Hm. Send traffic. Damit du dann nicht alleine im Fight ist. Aber ich werde jetzt von Seite auf jeden Fall beschossen. Du kriegst Raketen, kommen dir entgegengeflogen. Ja, das müssen die Schiffe aushalten. Das sind diese dicken Molotow-Schiffe.
Man soll HE-Rounds nehmen, wurde mir gesagt. Wenn das keine riesen Schlachtschiffe sind. Also kommt immer auf die Kombination wahrscheinlich an. Ich schieße einmal aus 6791. Der ist mich der, ich vermute, das ist die Keystone. Modell Keystone, der hat mich, das hat wohl das Schlachtschiff von denen. Ich, capture gerade ein A. Geh mich mal in den Gegner. Ich glaube, das Plasma geht auch schon durch. Ich schieße jetzt auf den Sprinter mit AE. Keystone ist der Schiffstyp. Ich seh, da haben jetzt hier unten die ganzen Nasen bei mir. Ja, aber was ist denn eine Keystone? Ist das der Schiffstyp? Ja. Was ist Keystone das? Ich glaube, es hat so ein schwerer Kreuzer. Also müsste ich dann da eigentlich mit AP drauf schießen, ne? Mhm. Wenn ich mich vertue. Ah ne, tut mir leid. Das ist ein. Ist halt ein. Er ist nicht ein schwerer Kreuzer, ist so ein, eher ein leichteres Kurierschiff. Ein anderes Schiff. Ja. Kenne mich dann leider doch nicht so aus. Wollt ihr echt diese kleinen reinschießen? So, dann. Also ich halte auf jeden Fall dasselbe Ziel wie du. Ich glaube, der macht auch nichts mehr. Guck mal, oder? Ich sehe keinen. Nee, da macht er auch nichts mehr. Ja, das soll man alle auch anwählen. Ja, ich habe jetzt hier gerade. Die sind bei mir alle so nah. Target lock confirmed. Die sind jetzt so close. Firing on target. Die Kleinen sogar abfeuern auf den. Machen wir mal ein paar Salven. Wollten eigentlich keinen Schaden machen, aber schießt ja eh keiner zurück. Dann gebe ich dir mal für die kleinen Mini-Missiles. Er ist jetzt zu weit entfernt. Viel Spaß. Den halt Anti-Missile normalerweise. Der jammt die sofort. Ich bewege mich ein bisschen zurück. Aber ich habe immer noch das, dass die in diese Richtung gucken. Wo ist denn das denn? Ich weiß noch nicht, wen ich da anvisieren soll. Ich kann dir da unten nochmal eine Rakete geben in den Rücken. Yes, Commander. We are locked on to target. Den Sprinter, der Ziel 8478 ist tot. Der. Also 6791 schieße ich jetzt mit dem Billigraketen an. Und 6374 ist auch tot. Dann schieße ich jetzt weiter. Ich glaube, Schießfeuer. Also die haben beide auf jeden Fall, die wissen ja genau, was für Raketen ich habe, ne? Die müssen nur jammen und genau das machen die dann auch in der Sekunde, wo die kommen. Die warten dann nur drauf. Die haben sich dann Shortkey für gelegt. Ist nicht so gut, wenn der Gegner die Schiffe kennt. Hm. Ja. Aber sind jetzt die Billigraketen, das ist kein Drama. Die teuren sind ja schon rein. Ich schieße die dann einfach nochmal, glaube ich, auf den. Sonst habe ich ja wie gesagt eh nichts dafür. Too far away, die können sie wohl nicht treffen, okay. Dann gebe ich dem da oben eine mit. We hear you, Command. Turning up the engines now. Target lock achieved. Reporting a low power warning. Wo schießen die denn? Ach, da oben. Da oben ballern die runter. Turning up the engines now. Die wollen den Nahkampf mit mir. Also die da oben hole ich mir jetzt gerade oder so, hoffe ich. Ja, ich schieße einfach mal ein bisschen auch in der Richtung. Die kriegen gleich alle Raketen auf Short Range ab.
Ja, die bombardieren auch mich, graben von oben auch mich runter. Ach. 6059 ist ein Warship. Enemy fire inbound. Ja, gerade nicht. Ja. Missile reserves are getting slim. Component lost. Der wird gleich hier rumkommen. Missile reserve low. Component damage DC team reported. Ein paar der Billigmissile, die treffen sogar. Ist aber nicht viel. Awaiting your orders, Commander. Component damage DC team reported. On route, Commander. Ich bewege mich auch noch ein bisschen rückwärts und visiere gleichzeitig. Gehen das ankommende Schlachtschiff an. Ich kann die nicht auseinanderhalten, die Schiffe leider. Ja, da, auf jeden Fall. Ja. Und weil 6059 ist ein Kriegsschiff. Component destroyed. They are chewing us up here. Quiet. Command's on the line. We're starting to fall apart here, Command. Jetzt bin ich hinter dem. Receiving. Yes, Commander. We are en route, Commander. Ja, die ignorieren mich irgendwie, obwohl ich hinter denen jetzt in den Antrieb baller. Ich hoffe mal, der ist nicht so gut gepanzert, der Antrieb. Ah, jetzt schießt er auf mich. Ja. Sag, das klirrt dann bis vorne durch. Aber der geht trotzdem nicht am Arsch, der Antrieb ist irgendwie komisch. Component destroyed. Ach nee, das war doch kein Kriegsschiff, das war nur ein kleiner Scout. Ich habe ein bisschen übertrieben. Aber der ist auch jetzt defekt. Alle Schießfeuer. Egal, okay. Achso. Also ich schieße die ganze Zeit in den Antrieb. Denkst du, das Ding geht aus? Also ich frage mich ernsthaft, ob ich irgendwas falsch mache. Ich weiß halt auch nicht, wie das aussieht, ob das gut trifft oder nicht gut trifft. Aber es sind Löcher nachher im Ding. Also und da müsste der ja eh ausreichen. Aber ich bin trotzdem verwirrt. Also wenn dir jemand dauernd Salben in den Antrieb gibt, jetzt ist er, glaube ich, gerade ausgegangen. Aber ich glaube, er hat ihn selbst ausgemacht. Die wollen halt decapturen. Component destroyed. Ja. Also ich weiß es nicht. Receiving. The enemy secured zone attack. Ja, mein Schiff ist auch gleich Schrott. Weil sie machen mich halt Schrott, während die auf meine Front schießen. Und ich mache die nicht Schrott, während ich den in den Antrieb schieße. Und bei mir ist in der Formation 1 mein Schiff ein Reaktor explodiert. Und ich habe es nicht rechtzeitig mitgekriegt. Okidoki. Aber dann hält noch. Ja, ich hätte den Punkt fliegen müssen. Ich fahre wieder ein bisschen vor. Also mein Verdacht ist, dass das nicht funktioniert mit den HE geschossen. Anders kann ich mir nicht erklären. Also du kannst mir nicht erzählen, dass er mitten im Antrieb eine Panzerung hat. Ich stelle jetzt auf AP um. Wer schießt noch? Reporting fires on multiple decks. Ja, Schiff brennt ab. Ja. We're starting to fall apart here, Command. Reaktor ist futsch. Awaiting your orders, Commander. We are securing some dagger.
Also die AP-Einschläge sehen für mich irgendwie genauso aus wie die HE-Einschläge. Ja, ist mir auch nicht immer so ersichtlich. Also soll wohl ein Unterschied geben im Aussehen, wurde mir gesagt. Aber also ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Also der ist jetzt abgeprallt, das habe ich gesehen, aber das schmettert an der Schrägpanzerung. Ich glaube, das reicht erst auch für das Schiff. We have secured Zone Dagger. Er ist völlig albern, ich mache keinen Schaden an denen. Cool. Ach, da oben schießen die. Oh. Also wenn die Intel stimmt, dann ist die Condition von dem 98%. Das heißt, ich habe jetzt 10 Milliarden Schüsse in seinen Antrieb gejagt und 2% Schaden gemacht, sagt die Intel. Also jetzt mal ohne Scheiß. 98% Condition. Alle Schüsse in seinen Hintern haben keinen Effekt gehabt. Jetzt schieße ich auch auf, du schieß auf den 2255. Target confirmed. Ja. Ja, mache ich jetzt auch. Also ich weiß nicht, Intel kann nur falsch sein. Also laut Intel, ne, hat jetzt die letzte halbe Stunde draufballert in den Antrieb 0 Schaden gemacht oder 2%. Das kann einfach nicht stimmen, Mann. What are orders? Naja. Also ich habe jetzt hier die Steuerung verloren. What are orders? Wechsel auf AP. Ich fliege den zwar jetzt hinterher, aber viel würde ich mir da nicht jetzt von erhoffen. Target locked in. Target confirmed. Ich hier noch was anderes. Mein Lock ist, glaube ich, kaputt. Aber Condition ist immer noch 98%, also deine Schüsse machen auch 0 Schaden laut der Anzeige. Ja, ich habe jetzt gerade mal auch auf AP umgestellt. Jetzt sehe ich auch ein paar Löcher drin. Aber vielleicht ist auch unsere Spionage unsere. Also die ist, glaube ich, zu 100% nicht richtig, die Spionage. Du kannst mir nicht erzählen, dass der halt bei dem gesamten Raumschlag bisher 2% Schaden genommen hat, ne? Ja. Also man sieht ab, mal einen Schuss abprallen, aber das ist 1%, also ich weiß es ja mal nicht. Achso, ich habe währenddessen mein Radarschiff, weil wir schon im Kampf sind, habe ich gedacht, okay, schicke ich es mal nach Boxer. Kappen wir ja. Für die Siegespunkte. Aber die Kanonen, die ich habe, die kann ich ja völlig vergessen. Ah, die 255 hat keinen Antrieb mehr. Der leuchtet nicht mal, der Antrieb. Der brennt nicht mehr. Also mein Schiff haben sie Schrott geschossen, obwohl ich den ganzen Tag den Rücken baller. Gleich mal die Statistik angucken, was es war. Now let's finish him. Ich schieße mal dahin. AP-Geschosse. Target confirmed. So. Wie fange ich ihn ab? The enemy's locked onto us. Also 2255 scheint kaputt zu sein. Also ja. Zumindest hat er sich kein Leben. Jetzt hat er gerade wieder einen Antrieb angemacht. Nee, never mind, er nur repariert wahrscheinlich. Okay. Und er schießt doch wieder zurück. Also ich bin echt schwer enttäuscht davon, dass in den Antriebfeuern keinen Effekt hatte. Ach. Die Kugeln sind vorher verglüht. Wahrscheinlich. Ich bewege mich mit meiner kleinen Flottille, die jetzt nur noch aus 4 Schiffen besteht, etwas Richtung C. Also die HMS Defiance hier, die ist auf jeden Fall angeschlagen. Die trudelt so komisch durch den Raum und schießt mal ab und an nochmal zurück. Mhm. Aber die zerlegt mein Schiff halt trotzdem. Wie ein Schweizer Käse. So. Angeschreckte Panzerung hilft da auch nur bedingt. Main Drive online.
dreh mal schräg rein. Ich hab nichts mehr. Da kann ich doch noch reparieren, die Kanone. Ich schicke jetzt auch mein Radarschiff jetzt nach Punkt E. We're underway. Ach, die Köln lebt noch. Ja, ich habe Reli auch gerade. Also eigentlich leben die Köln und die Hamburg. Aber die Köln kannst du vergessen, die ist eigentlich schrottreif, das ist nichts mehr ganz bei dem Ding. Ich will mal nach der Schlacht ab links da mitnehmen. We've lost a module. Ja, ich disengage hier mal. Ah, ich habe keinen Antrieb mehr. Nevermind. Antriebe werden beide repariert. Command is back online. Yes, Command. Moving. Ja, die haben gewinnen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Also weil die mich finishen wollen, tun die, wenn ich kappen, das hat ja dann auch mal was. Und ich flieg auch noch. Nur zur Sicherheit. Aber mein Verdacht ist halt echt, dass er von vornherein einen leichten Nachteil hatten. Also beide haben halt in der Sekunde, wo ich Raketen abgefeuert habe, ihre EC, ihre Jammer angemacht, ne? Die wussten genau, was die erwartet. Ja. Ist doch einfach. So. So, jetzt könnt ihr auch mal zurückfeuern. Tack. Tack. Also mein Schiff wird zwar repariert, ist aber glaube ich beide schrottreif, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Also Abschleppdienst. Ja, ich meine, wir haben ja hoffentlich gleich gewonnen. Wenn du wirklich die Punkte hältst, ne, haben wir ja alles. Ja. Die könnten halt zu D zurückfliegen unter Umständen, ne? Das wäre halt das Problem. Ja, aber ich glaube, das ist von denen Zeit auch nicht mehr. Ich fliege ja auch schon mit... Nach C. Also wenn du nach C fliegst, da oben sind die halt, ne? Dann kann eventuell wieder zur Schlacht kommen. Ja, da sind meine vier gepanzerten Schiffchen, die schießen und fliegen auch hoch. Ich habe das andere aus dem Auge verloren, also 2255 düst aber, glaube ich, gerade nach oben. Ja. Das möchte, glaube ich, C verteidigen und das andere habe ich ganz aus dem Auge verloren. Ich vermute, das wird aber auch auf C zu fliegen. Also nee, warte gleich mal die. Das ist schon bei C, das ist die 5575. Ach stimmt, okay. Standing by. Ja, meine Schiffe sind leider schrottreif. Aber ich repariere, also ich habe gleich wieder einen Antrieb und Kanonen. Mehr brauche ich ja nicht, oder? Gutes Reparaturcrew links, rechts läuft. Ah, nur Restores, sagt er. Ich dachte immer, wenn die pink markiert sind, dann hätte der noch ein Restore dafür assigned. Komisch. Auch ein netter Name. HMS Conqueror. Standing by. So, wo kann ich denn nochmal was machen? Dann parke ich den einen einfach meine Flotte in D, ne, dass er den nicht capturen geht. Ich glaube, der will nämlich auch hinfliegen. So Kollisionskurs, ne? The enemy is securing zone dagger. What the fuck? Die Übersicht im Spiel ist ein Traum. Wo ist Dagger? Der Antrieb hinüber, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, okay. Ach, bei Dagger.
Achso, kann die Köln auch etwas. Ja, ja, ich krieg da schon hin, sage ich ja. Yes, ja, okay. Irgendwie ist das. Fliegt das Ding nicht richtig mehr. Klebst du im Berg oder was ist das Problem? Ich glaube, ich hänge im Berg fest, keine Ahnung. Ich glaube, da war zu viel Flank. Ich habe gerade meinen gesamten Antrieb, größten Teil meines Antriebs meiner Somewhere Out There. Habe ich gerade halbiert. Muss ich leider ein bisschen langsamer fliegen. Ich habe keine Munition mehr. Ich glaube, das zählt dann wie keine Waffen. Ne? Das heißt, ich kann den Punkt nicht zurückerobern, D. Also ich fliege auf jeden Fall rein, aber ich glaube, ich kann nicht zurückerobern ohne Waffen. Okay. Aber wir haben ja eh mehr Punkte. Also selbst wenn die jetzt 3 mit 2 halten, tickt es, glaube ich, für uns ausreichend. Ja. Und ich fliege ja auch noch zu E. Ich glaube, der hier... Also ich kann jetzt, glaube ich, eh nichts mehr machen, außer da rein mich parken und dann, bevor ich jetzt hier gar nichts mache, mache ich mir mal gerade was in der Küche. Ich bin gleich wieder da. So, die Raumschlacht ist wohl vorbei. Ich war zwischendurch weg und konnte nichts mehr machen mit den Schiffen. Gucken wir mal, was wir angestellt haben. 7000 Schaden bekommen, 7000 gemacht. Kennen war wohl gut, aber die ganze Zeit in den Rücken geschossen, wie gesagt. Also das war die AP-Phase und das ist die HF-Phase. Ich glaube, die HF-Phase war tatsächlich länger. Die Accuracy war auf jeden Fall ein Unterschied. Also angeblich hätte die mehr Potenzial gehabt für Schaden, hat aber weniger gemacht. Und das, obwohl sie zielgenauer war. Okay. Also wir haben auf jeden Fall mit der AP... ich habe Medikus. So, also. Wo waren wir? Genau. Also wir haben 123 Rounds für 1900 ungefähr gemacht und 142 1400. Also es hat weniger Schaden gemacht, hätte aber mehr Potenzial gehabt und es war auch treffsicherer. Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, wie man das lesen muss. Also beides hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert, wenn ich das richtig sehe. Beides hat irgendwie funktioniert, aber AP habe ich mit weniger Rounds, mit weniger Treffsicherheit mehr Schaden gemacht. Ne? Das heißt, AP wäre die bessere Wahl gewesen offensichtlich. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie der gepanzert im Antrieb war. Im Antrieb. Ich verstehe es bis jetzt nicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall... AP das nächste Mal auf Schiffe dieser Größe. Ich denke, das waren leichte Kreuzer. Ich weiß immer noch nicht, wie man die erkennt, die Schiffe. Missiles. 7 haben getroffen, 11 daneben gegangen. Und Hybrids, das ist gut. Das heißt, die Gegner haben wirklich 0 abgefangen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die daneben gegangen sind, wenn die seduced worden wären von dem Jammer oder irgendwas, wäre das hier bei Softkills meines Wissens, würde da stehen. Das heißt also, die Hälfte des Schadens, ne? Also ein bisschen mehr als die Hälfte, kam wirklich von den Raketen und nicht von den Hauptwaffen. Wobei die Raketen auch 2/3 der Kosten ausmachen, gefühlt. Also, und da muss das auch so kommen. Vielleicht muss ich das nächste Mal länger zurückhalten, ich weiß es nicht. Also Damage-Potenzial 31.000 und Damage gemacht ungefähr 4.000. Aber es hat man ein bisschen weniger als die Hälfte getroffen. Ne? Also, und da ist vielleicht auch die Frage, wo man das trifft. Sensor. Jamming Duration. Das heißt, ich wurde 2 Minuten gejammt vom Gegner. Okay. Ja, meine Billigmissile, das ist ja egal, was der Rest war. Das sind ganz viele Missile-Abwehr, hatte ich drin gehabt. Die war sinnbefreit, weil die ja keine Missiles gespielt haben. So, und die Köln, wie hat die jetzt abgeschnitten? Die hat sehr wenig Schaden gemacht. 5 Treffer, so für 1700. Die haben 2 abgefangen und 11 sind daneben gegangen. Also ich glaube im Moment, dass die so viele daneben gehen, weil die zu unbeweglich sind. Also das sind ja Dinger, die hätten eigentlich getroffen, haben aber nicht getroffen, weil die kurz vorm Ziel, ne, die waren zu schnell, um mit der Agility dann ins Ziel geknallt zu werden. Also ich tue mich selbst kontern im Moment mit den Raketen, wäre mein Eindruck. Ich glaube, wenn ich diese Zahl zur Hälfte da drauf packe, dann vernichte ich die Schiffe auch besser. Ne? Ansonsten hier, da habe ich wohl gar keine einzige P-Shell, doch einen habe ich abgeschossen. Das ist wahrscheinlich zwischendurch der Dings kaputt gegangen, der Mundvorrat. Und hier ist der Schaden auch katastrophal. Ne? 118 Schuss zu 500, das ist gar nichts. Naja, also da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Genau, ich baue das mal ganz schnell noch oben mit den Raketen, weil ich glaube, dass ich mich selbst kaputt mache mit den Raketen, dass sie nicht zielgenau sind, nicht
Also klar, die Gegner wussten auch, was sie erwartet, offensichtlich, aber hier, ich denke, dass hier wahrscheinlich die Agility für mich sehr viel wichtiger wäre. Kann natürlich mit den Werten jetzt nur so ein bisschen raten. Also die fangen die halt nie ab, ne? Die fliegen immer nur daneben, weil die halt nicht richtig zielen, habe ich das Gefühl am Schluss. Und dann mache ich das Abfangen für die ein bisschen einfacher. Guck aber, dass sie besser manövriert werden können. So. Einfach mal ein Versuch wert. Und hier müsste ich wahrscheinlich, wenn ich nochmal Multiplayer mit den Jungs spiele, weil die alle die kennen, von Radar umstellen auf was anderes. Aber es kostet ja viel, ne? Wenn die Date kostet, es kostet dann 4 in Summe. Awake wäre eben OP gewesen, wenn ich hinter dem gewesen wäre. Hätte ich nicht daneben schießen können, ne? In der Endphase. Aber wann tut schon jemand mit dem Antrieb ne, in eure Richtung drehen? Das macht ja normal keiner. Radar-Absorbing, Coating, Self-Screening. Also noch fängt mich ja keiner ab, auch wenn sie es versucht haben. Muss man irgendwann mal umstellen. Also ich habe es euch mal so gemacht, dass sie vielleicht mal treffen, zumindest, wenn ich die abschieße. Okay, das wär's für heute. Ich wäre weg. Ciao, ciao.